Hi ho! Es geht weiter mit Let's Play Yoshi's Island und Level 5-3. Eiswürfel Valley. Yay! Natürlich, in der Schneewelt gibt es auch Eiswürfel. In der Eiswelt ist es sehr rutschig. Nein, wirklich! Und man kommt nur schwer voran. Sei deshalb sehr vorsichtig. Wir haben noch nie zuvor Eis gesehen in diesem Spiel. Wenn du eine Feuermelone in den Mund nimmst, kann Yoshi dreimal Feuer speien. Die haben wir auch noch nie gehabt. Die gab es auch nicht in diesem Level mit den Igeln. Schmelze Eisblöcke aus dem Weg und besiege die Gegner mit den Flammen. Wie schön. Piu. Ich würde aber sagen, es ist rutschig. Oh mein Gott, warum hat mich niemand gewarnt? Haha. Ich würde sagen, ich werde versuchen, mir diese Feuermelonen für die Eisblöcke aufzuheben, weil die Gegner kann ich auch irgendwie anders aus dem Weg räumen. Oh mein Gott, Fisch, hör auf, Wasser zu spucken, ich sterbe gleich. Ich sollte irgendwie das Ding da oben abschießen. Ja, Fisch. Hahaha. ich ertrinke gerade. Unter dem Fisch, was sehr unpraktisch ist. Danke. So. Ob ich das schaffe? So? Nicht ganz. Das war genauso wie zuvor auch. Fisch, geh mir aus dem Weg. Bisschen schräger wahrscheinlich hier. Ja, ein bisschen. So. Wow. Ich mache meine Eier bunt. Gleich habe ich keine Lust mehr. Jetzt aber. Sehr schön. So. Kommt her, Sternchen. Es war viel Arbeit, euch zu kriegen. Jetzt habe ich ganz bunte Eierchen. Yay. Rot, gelb, grün. Wie schön. Hallo, Pinguin. Ich habe immer noch diese Feuermelone im Mund. Und wahrscheinlich kriege ich eh gleich die nächste. Oh je. Wow, sie war gerade sehr praktisch. Gegen diese Blume. Wow. Okay. Jetzt hat sich ausgefeuert melohnt. Ich habe Pinguin im Mund. Oh, praktischer Pinguin. Oh, guck mal, da oben ist ein eingefrorener Shy Guy. Oh, der Ärmste. Ich würde ihm ja gerne helfen, aber meine Feuermelone ist alle. Ah, Fisch von oben, Hilfe. Und da ist ein eingefrorener Pinguin. Und ein eingefrorener lila Shy Guy. Das ist ein Eismuseum hier. Ah. Ich hoffe, wir landen nicht da drin am Ende. Haha. Oh, da ist eine neue Feuermelone. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich sofort mit und rutschen auf dieses Rad. Ich habe irgendwie Angst, dass er da oben runterfällt, sobald ich unter ihm bin. Aber okay, das tun sie anscheinend nicht. Hoffe ich zumindest. Das hier sollte ich vielleicht wegmachen. Das sind, glaube ich, rote Münzen. Ja. Sehr schön. Wie gut, dass wir die Feuermelone noch hatten. Juhu, noch mehr Schnee und Eis. Yay, wer hatte das nur erwartet? Oh, das ist aber extrem rutschig hier. Und es fiebt wieder wie die Mäuse. Juhu. Es fiebt wie Mäuse. Warum? Warum? Ein Sternenkreis, das ist immer gut. So. Oh je. Ein Stern für Super Baby Mario. Warum gibt es da oben eine Eismelone? Oh nein, ich hab das. Ahaha. Feuermelone? Kommst du wieder? Kommst du wieder? Nein. Ha. Wir haben doch bestimmt welche, oder? Oder? Ja. Puh. Blümchen und Stern. Okay, und jetzt, ich renne einfach mal und springe. Ui, 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 und springe und... Oh, oh, ich glaube, ich bin zu langsam. Wow. Nee, nee, nee. So nicht. Das machen wir gleich nochmal. Ahaha, wenn wir nochmal Leben zurückkommen, ja. Kommen wir, okay. So, jetzt aber... Diesmal klappt es. Ach, warum sind da noch so viele Eisblöcke im Weg? Das ist wirklich sehr nervig.
Da war eine rote Münze und ich will den Stern, ich will den Stern. Da war eine Tür. Oh. Ah, Münze. Jetzt haben wir die Tür verpasst. Oh, oh. War das eine wichtige Tür? Oh je. Jetzt kommen wir nicht zurück. Es wäre sehr schlecht, wenn das eine wichtige Tür war. Vielleicht waren da Münzen drin. Oder Blumen. Jetzt ist meine Feuermelone weg. Na toll. Oh Gott. Eben hätte ich fast das Flugzeug verpasst. Den Helikopter meine ich. Heli Yoshi. Ah, Pinguin im Weg. Gibt's hier auch irgendwie rote Münzen oder gibt's hier nur normale Münzen? Wow, hier gibt's nur normale Münzen. Okay, dann ist das irgendwie sinnlos. Es sei denn, man braucht irgendwie Leben. Was wir nicht brauchen. Okay. Und hier rein. Ah, vielleicht wäre man durch die Tür einfach sofort hierher gekommen. Und das war jetzt sozusagen nur ein Bonus mit dem Heli-Yoshi. Das wäre natürlich gut für uns, weil dann haben wir doch nichts verpasst. Und unsere Schneemann-Freunde sind wieder da. Auf ihren Schneeliften, Skiliften, was auch immer. Und ich sollte vielleicht mal draufspringen, Schlaumeier, und nicht hier ewig rumgammeln. Ah, 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 uah. Die schubsen mich weg. Ist das nicht gemein? Ich finde das gemein. Sehr gemein. Ah! Ich will hier drauf. Uah. So. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Irgendwie nicht, ne? Ha. Pinguine und Schneemänner. Naja. Und natürlich wieder keinen Boden. Wozu auch Boden? Wer braucht schon Boden? Ich. Wie ihr seht, ich brauche Boden. Ach nö. Wir waren hier. Ach. Na gut, nochmal. Feuermelone. Feuer spucken. Sternchen. Oh nein. Oh, wenn er so weit nach links stoppt, dann schaffe ich das ja niemals. Oh, rechtzeitig. Ja, Turbo. Schneller. Schneller. Das war knapp. Sehr knapp. Sehr, 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 sehr knapp. Und die rote Münze mitnehmen. Und den Stern mitnehmen. Und die rote Münze mitnehmen. Und ja. So, diesmal nehmen wir einfach diese Tür, weil wir wissen ja, dass da rechts nichts Wichtiges ist. Und ja, wir kommen wirklich hier raus. Gut, dieses Mysterium wäre geklärt. Ich krieg die Münze nicht mehr. So, jetzt. Dann geht's hier wieder weiter mit unseren tollen Schneeliften und Schneemännern. Er verfolgt mich. Oh nein, er ist abgesprungen. Okay. Paranoid, ich werde von Schneemännern verfolgt. Uah. Uah, und sie lassen mich nicht da drauf. Der Pinguin war nicht nett. Definitiv nicht nett. So, nochmal. Ja, jetzt sterbe ich wieder so oft. Mir ist aufgefallen, dass ich immer dann sterbe, wenn ich mehrere Parts auf einmal aufnehme. Ja, das ist nicht gut, das sollte ich nicht mehr tun. Weil bei der zweiten Aufnahme sterbe ich die ganze Zeit. Warum auch immer. Ah, Stern. Stern. So. Wir gehen hier rein, weil, keine Ahnung, hier ist noch eine Kiste. Total unnötig ist, aber egal. Da sind Münzen drin. Juhu. Und wir können noch mit Heli-Yoshi rumfliegen und Münzen sammeln und leben, weil ich doch ständig in den Abgrund springe. Oder von Pinguinen in den Abgrund geschubst werde. Was wirklich nicht nett war eben. Absolut nicht nett. Hui, Pinguin. Ah. Warum schubsen die mich immer rum?
Wow, wuhu, Münzen. Wuhu, ah, so, das reicht. Tschup. Und sicher gelandet. Yay. Und weiter geht's. Hier oben die Münze holen und auf den Schneelift. Auf den Schneelift. Danke. Skilift, was auch immer. Das heißt eigentlich Skilift, oder? Ich sage immer Schneelift. Aber da sind auch Schneemänner drauf. Also es ist ein Lift, der Schnee transportiert. Schneemänner. Und Yoshi. Ein Yoshi-Lift. Ein Yoshi-Mario-Schneemann-Lift. Okay, ich hoffe. Es wird kompliziert. Ich wollte gerade sagen, warum fällt der Schneemann nicht runter, wenn ich ihn abwerfe? Und ich traue mich nicht, da drauf zu springen. ich werde sterben. Ich fliege einfach hier rüber jetzt. So. Oh je, Pinguin auf Eis. Das kann ja nur schief gehen. Okay, ganz langsam. Sterbt. Sehr schön. Ganz langsam. Ich rutsche. Ich renne. Pinguin. Oh Gott, tödliche Stacheln. Ich behalte ihn einfach im Mund. Das ist, glaube ich, am sichersten. Dann kann ich entgegenspucken. Falls noch einer kommt. So. Stacheln des Todes sind eliminiert. Nehmen wir uns noch ein paar Eier mit. Kommt her. Danke. Okay. Langsam weiter rutschen. Oh je. Yay. Wie schön. 1000 Abgründe. Ist hier unten irgendwo was? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. So. Schneemann. Hilfe. Eine Blume. Oh, da war schon wieder ein Pinguin. Den hat man kaum gesehen eben. Das ist lebensgefährlich. Okay, was kommt jetzt?